Und hier sind wir auch schon wieder zurück mit Red Dead Redemption. Wo ist mein Pferd jetzt hin? Ach, da kommt's. Wir wollen jetzt dem alten Mann sein Land abkaufen. Denn wir haben jetzt endlich genug Geld zusammen. Ist das ein Songbird da oben? Ach nee, da kann ich nur das Haus kaufen. Map. Dein zurück. So. Natürlich ein ziemlich mieser Deal, den wir dem Kerl da andrehen. $200 sind natürlich einiges in der Zeit, aber das Land ist weitaus mehr wert, wie wir im Laufe der Zeit erfahren werden. Deswegen bin ich da auch so dahinter, da was zu machen. Steht eine Kutsche. Hä? Ach, das sind die, die wir vorhin da verfolgt haben. Das waren die, die mal hinterhergerannt sind. Ja, kann ich dafür. Ich hab's ja versucht, aber du hast mir nicht die Mission gegeben. Wahrscheinlich hätte ich sie einfach erschießen können. Und dann hätte das schon alles gepasst. Aber will halt nicht einfach so blind links auf irgendwen schießen. Gott, den ganzen Weg sind wir alles gelaufen. Alles im Zeichen der Jagd. Krass. Ja, ja, ich nehm's doch. Ah, uns gehört die Bude. So, jetzt könnte man ihn einfach sofort niederschießen. Und das Geld sich einfach wieder zurückholen. Das würde gehen. Ach, ich bin auch blöd. So, jetzt kann man zu dem hier zurückkehren. Das machen wir jetzt auch gerade noch schnell. Bevor es mit der Hauptmission weitergeht, weil den Teil würde ich gerne abschließen. Da rennt mal wieder irgendein Pferd quer durch die Pampa. Ach, ich bin wieder zu blöd zum Reiten. So, schön hier lang. Ach, bei dem Spiel. Da kann man so viel Zeit drin verbringen. Ich meine, wir haben noch faktisch nichts vom Spiel gesehen, sind aber schon bei Folge 8. Geht schon krass ab, das Spiel, was das anbelangt. Oh. Ach. Hat er nicht gelockt. Macht er denn das nicht? Ah! Diese scheiß Hirschkühe da. Die krieg ich nie. Die wehren sich immer so, wenn sie da geschossen werden sollen. Welche Frechheit. Sollten einfach wie Gegner in Call of Duty einfach sitzen bleiben. Nein, die Mission noch nicht. Erst die Nebenmission fertig machen. Weil ich kenne mich, man kann die zwar jederzeit beenden, aber wenn ich sie jetzt nicht gleich beende, beende ich sie nie. Ich glaube, ich hatte bei meinem ersten Durchlauf 30 oder 40 Nebenmissionen dann letzten Endes offen, weil ich sie als nie erledigt habe. Weil irgendwann kommt dann wirklich der Punkt, wo man nahezu alle Waffen hat, die man haben will. Wo man ordentlich einen Batzen Munition hat, wo man überall in der Welt eigentlich speichern kann. Was übrigens schwachsinnig ist, die Häuser früh zu kaufen, weil durch die Campsite kann man überall speichern. Der einzige Vorteil von den Häusern ist, dass man da kostenlos Munition nachfüllen kann. Das ist echt der einzige Vorteil. Ja, natürlich. So, wir hätten zu dem hingehen können. Always best when these transactions go smoothly.
Particularly when you can make more money out of it. Ja. Hätten wir nicht unser eigenes Geld genommen, sondern von dem das Geld geholt, hätten wir weniger gekriegt. Hätten wir, glaube ich, nur 210 oder so gekriegt. So. Gut, dann machen wir die Nebenmission. Sehr schön. Übrigens, wenn man auf die Art und Weise arbeitet, kann man eigentlich nur positiv aus der ganzen Sache rauskommen. Es gibt ein paar Nebenmissionen, die reduzieren das Ansehen. Aber wenn man an sich alle Nebenmissionen macht, dann hast du einen Bombenruf am Ende des Spiels. Weil die Hauptstory gibt einem sowieso nur positiven Ruf. Und da sind die Nebenmissionen zusätzlich noch ein ganz nettes Plus. So. Mission machen. Justice in Pikes Basin. Sounds fun. What's happening? I have no idea. Scheiße. It's important they'll send someone down like they did with you. Suddenly the world is full of days. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest and they can do it in 6 days. Geile Hintergrund, einfach cool. It's changed. They've gotten away from me. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest goodness. I'm not sure I do. Marshall! 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 I've just been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Ballard twins and a couple of Mexicans. They up there right now? Well, it was a group of four men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Gulch's hands, so yes, sir, right now? That's sarcasm's most unfair. Coming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. All right. You ride with us again, Marson? Will you help me? I will try. It'd be my pleasure. Ja, natürlich. Es geht immer nur, hilfst du mir, helfe ich dir. Hey, wird halt einfach mal wieder alleine gelassen. Aber der hat auch keinerlei Bedürfnis, da irgendwann mal abzuhauen. Das ist so geil. Ich glaube, irgendwann haut er tatsächlich mal ab. Kommt aber wieder. Well, I got a telegram from some federal clowns in Blackwater that says otherwise. Are you some kind of vigilante? You don't look like no government, boy. I guess it's complicated. I came because it was made impossible for me not to. You sure are a tight-lipped son of a bitch, mister. I guess I am. I ain't gonna dig this hole no deeper. Ain't you all proud and superior? Don't forget you need us more than we need you. Bill Williamson folded you up like an empty purse the last time, if I remember correctly. Listen to your boss, Jonah. There's a good boy. Otherwise, I'll put a hole in your hillbilly head and watch your tiny brain drain out. Na schön. Nimm Deputy einfach mal drohen. I ain't for all this government interference. Believe me, Marshal. Neither am I. I try to keep the federal boys happy. I mean, we need all the help we can get. But what does a flannel-mouthed city boy who's never forked a bale of hay in his life know about a state like New Austin? Nothing, I reckon. All this manifest destiny hogwash, taming a wild land. We're nearly there. Keep your eyes out for the Ballards. Ah, im Hintergrund. Blitzt und donnert schon wieder. Ist das jetzt schon die erste große Ballermission? Es müsste die erste große Ballermission sein. Be
And those bastards ain't short on firepower, neither. Let's see how many there are. If we can take them alive, good. If not, smoke the sons of bitches. To my ears, Marshal. Ah, so herrlich. So, jetzt müssten die gleich auftauchen, wenn ich so richtig in Erinnerung habe. Ist das Spiel hübsch? Ich kann es nur häufig genug sagen. Leute, kauft euch dieses Spiel. So, man sollte vielleicht auch in Deckung gehen, ne? Musst du doch gar nicht. So. Jetzt hin. Gut, dann gehe ich doch mit dem hier lang. Ach, die ganzen Leichen muss ich jetzt alle übrig lassen, weil der so von. So, den haben wir doch. Da wäre ich nämlich mit von Auto-Aiming nicht weitergekommen. Müssen wir auch mal ein bisschen wissen. Yeehaw! Ja, habe ich aus Versehen ihn angeschossen, ihm den Hut runtergeschossen. Was denn jetzt? Ah, der hat's hinter sich. Habe ich nicht vor. So, die Geier freuen sich. So, jetzt die Frage, wo ist der letzte? Hab ich doch. So, dann nehme ich zumindest die mal alle aus. Denn das muss man definitiv machen. Das letzte Mal habe ich das hier einfach ignoriert. Und dann ein Problem gekriegt. Weil man doch ein bisschen wenig Munition hat für das, was man hier alles verbraucht. An der Stelle. Also wie gesagt, es kommt dann später nochmal eine Mission in die Richtung. Wo es wirklich verdammt viel ist, was man an Munition braucht. Aber ansonsten hat man eigentlich immer genug. So, jetzt müsste ich alle haben. Weiter geht's. Snipers! Verdammt. Ist da hier irgendwo ganz schnell in Deckung gehen. Ja, ich hab einen. Da hinten ist noch einer. Gut, der wollte abhauen. Gut, die haben wir. Da hinten ist noch einer. Was rennt der Babsack denn so vor? Wart doch mal auf mich. Kann ich euch auch helfen?
Ich finde es schön, wie dieser Rauch da dann so bleibt. Och, mit mir ist alles in Ordnung. Hier ist doch einer. So, ich würde ihn gerne looten. Vielleicht hat er noch ein bisschen Munition. Ein Apple hat der dabei. Oh ja. Gut. Jetzt soll man ein bisschen leiser sein. Also nicht gleich alles niederschießen. Was natürlich nichts bringt. So, näher kommt man nicht. Also zumindest nicht auf die Art und Weise, wie ich spiele. War natürlich schon mies. Wir sind jetzt hier natürlich an einer erhöhten Position. Und sogar Kühe. Ja. Aber es gibt auch Geld, also. So. Ein Vogel gerade noch runtergeschossen, dafür haben wir gerade Zeit, den noch auszunehmen. So, die Mission wäre geschafft. Ich glaube, die Ranch kann man dann jetzt letzten Endes auch kaufen. Weil hier jetzt alle tot sind. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Naja. Ah ne, da sind sie ja. Doch nicht tot. We're indebted to you with our lives. Just get them cattle back safe. All right. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Thank you. Well done, Mr. Marston. Yes, well done. Now, about Williamson. I'll do what I can. You know, as you can see, this country is infested with all manner of scum. Say that again. Well, one other thing, Marston. Mr. Johnson, sir. It's Mr. Wes Dickens. He's missing. Who? Mr. Wes Dickens, the tonics merchant. Ach, der schon wieder. Oh, the narcotic and bat piss salesman. Once housewives out of their money with promises of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are really missing him. You hear that, Marston? Der Kerl ist so cool. Gang of thieves, and the town is up in arms. Missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Ah, oh, so geil. Das ist so cool. Ah, oh, die Kuhherde. Haben wir die auch gerettet? Aber dann kann man das noch nicht kaufen. Also irgendwann kann man es kaufen. Oder aber es ist die Sache, die nur kaufbar ist, wenn die draufgehen. Ich weiß, dass ich das machen kann. Ja, schön, fast 300 Geld haben wir. So, hier müsste eine Campsite eigentlich errichten können. Ah, da ist das Treasure Map. So, ach so, da kriegen wir das angezeigt. Okay. Also irgendwo da und dann bei einem Galgen. Naja, ganz toll. Diese Karten, die sind so schön genau.
Das ist doch gar keine Settlement. Mal, in welche Richtung wir gehen müssen, weil ich muss die Aufnahme jetzt beenden, weil mir die Zeit wegläuft. Immer noch. Na gut. Dann räume ich halt noch ein paar Leichen aus. Auch recht. So, where's Dickens? So, da, wenn ich hier jetzt lang gehe, müsste doch da eigentlich alles frei sein, oder? Da müsste ich doch eigentlich irgendwo schlafen können. Für mich ist hier zumindest nichts in der Nähe. Hä? Oder hier noch was? Hier ist nirgendwo was. Hier ist Pampa. Geh mal hier den Berg hoch. Irgendwo hier muss da was sein. Immer noch? Ist immer noch zu nah an dem da vorne, oder wie? Kann sowas sein? Okay. Gut, ich glaube, damit hat sich das dann letzten Endes erledigt. Mal sehen, wo er gespeichert hat. Das ist ärgerlich. Ich bin hier einfach einen Berg runtergefallen. Hallo Berg. Hallo Boden. Tschüss Leben. So in etwa. Ah ja, gut. Auch recht. Ich bin in meinem Haus rausgekommen und die Mission ist auch okay. Dann fehlt mir wahrscheinlich nur das ganze Geld, was ich gesammelt habe seitdem. Auch okay. Gut. Also, dann danke ich fürs Zugucken und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Also, tschüss, macht's gut, bis denn.